Markenbildung, Kundenbindung, Servicequalität. Das waren die Themenschwerpunkte des heurigen Immobilienforums, das Immobilien-Scout 24 jährlich veranstaltet. Die Idee dahinter? Nicht nur informieren, sondern vor allem auch servicieren. Scout 24 ist auf dem richtigen Weg und so muss man es eigentlich machen. Es ist wirklich, glaube ich, ein zukunftsorientiertes Konzept, das die umlegen und wirklich sowohl im Sinne der Kunden als auch im Sinne der Anbieter wesentliche Akzente am Markt setzen. Ich denke, dass das Immobilienforum also sehr wichtig ist, also weil man immer wieder neue Inputs für das alltägliche Geschäft also mitnehmen kann. Ich finde, es ist ein guter Mix an Themen. Man kriegt neue Tipps, man sieht, was man falsch macht oder was man nicht macht. Also ich finde es eine gelungene Sache und ich bin jedes Jahr gerne dabei. Der Mix an Informationen setzte sich heuer aus drei Hauptpunkten zusammen. Nummer eins, der Erfolg im Internet ist eine Kooperation von Immobilienplattformen, also Immobilien-Scout 24 und den Maklern gemeinsam. Da wollen wir einen Beitrag leisten. Nummer zwei, das Internet und die Leute im Internet sind immer lebenserfahrener. 60.000 Österreicher, die über 60 sind, sind auf Immobilien-Scout 24 jedes Monat. Das ist die Stadt Villach. Und Nummer drei ist, dass man mit Service überzeugen kann und mit Service begeistern kann. Und wie man Service optimieren kann, erfuhren die Teilnehmer aus erster Hand. Also beim Service kommt es immer darauf an, dass man Lust auf den Gast hat und dass man auf den Gast oder auf den Kunden zugeht. Es geht darum, andere Menschen eine Freude zu machen und Lust zu haben, für andere etwas zu tun. Einer der Vorteile dann auch davon ist, dass ein gutes Miteinander eine höhere Ehrlichkeit, eine bessere Kundenbindung und einen Erkennungswert hat. Und wenn wir das alle in unsere Branchen nutzen, haben wir langfristig mehr von unseren Kunden. Doch Service allein reicht nicht aus. Entscheidend für den Erfolg ist auch der Mut, andere Wege zu gehen, wie zum Beispiel in der Akquise. Es gibt die Objekte, die kommen aus dem Netzwerk, die kommen von zufriedenen Kunden und die kommen sowieso. Das ist eine sichere Bank, aber wenn man das noch steigern will in dem Bild, mehr neue Abgeber zu finden, ist es wichtig, aktiv auf den Markt zu gehen, das heißt sowohl privat Inserenten anzusprechen, aber auch Menschen, die noch so in dem Vormarkt sind, dort Services anzubieten. Der berühmte Service ist die Wertermittlung, aber es gibt viele andere Services, den Vertrag besser zu verstehen oder worauf man achten muss, dass man den bonitätsstarken Käufer oder Mieter findet. Da kann der Makler sich als Dienstleister positionieren und dann kommen die Auftraggeber fast von allein. Ja, um solche Inputs wissen die Gäste zu schätzen. Man kann nie gut genug sein, ja, und man bekommt immer wieder neue Tipps und neue Ideen und auch bisher Gewohntes und Bekanntes wird immer wieder aufgefrischt durch so eine Veranstaltung. Das Forum bietet nicht nur Hilfestellung und Anregung, sondern auch Netzwerkmöglichkeiten für die Teilnehmer. Wohl eines der Erfolgsgeheimnisse der Veranstaltung, die neben Wien auch in Innsbruck, Graz und Salzburg Halt macht. Wir haben dann insgesamt schon über 2000 Gäste auf diesen Foren gehabt. Das ist natürlich wunderbar und wir kriegen sehr, sehr gutes Feedback und ich freue mich, dass die Makler auch nutzen und ich sehe in der Arbeit der Makler, dass sie auch unsere Ideen mitnehmen und sich ständig verbessern. Ja, da werden die zahlreichen Teilnehmer auch im nächsten Jahr gerne wieder einmarschieren.